Moritz, weißt du denn nicht, wo Hubert steckt? Moritz! Weißt du denn wirklich nichts? Wer ist Pinocchio? Pinocchio ist eine Marionette, eine Holzpuppe. Und der Terminator ist aus Metall. Verstehe ich nicht dein Wissen. Ja, weil du nie richtig zuhörst. Habe ich gut zugehört? Nein, tust du nicht. Ich muss dir jeden Witz dreimal erklären und dann kapierst du ihn noch nicht. Habe ich gut verstanden, deine Scheiße. Terminator ist eine Maschine. Die ist aus Metall. So. Aber warum ist ein Kind eine Marionette? Was die Menschen, sie nennen es Seife. Und wenn du dich damit waschen würdest, dann würdest du wahrscheinlich auch nicht mehr so stinken. Obwohl, ich habe mal in so einem Buch gelesen, es gibt Menschen, bei denen hilft das. Halt dein Maul! Na komm, schlag zu, du Mädchen. Schlag zu und du bist raus. Nee, du schlägst nicht zu. Du bist doch viel zu geil auf den Job hier, ne? Ein Verein für junge Männer. Vielleicht wäre Mehmet Scholl nicht der einzige Mann, dem du einen blasen würdest. Eine Restaurantkette? Also die Kunden bestellen telefonisch und wir liefern frei Haus. Haschisch, Marihuana, Pollen, Bioskunk. Ich will verlieren! So ein Raucher? Schön Zero Zero? Eine Verwandlung wäre ja auch drin gewesen, dass du Mensch wirst und dann, weiß ich nicht, reißen sie die Gliedmaßen ab und du verwandelst dich angedacht. Das war alles mal, ja, das stimmt. Das war auch mal angedacht, ist aber nee, wir überleben tatsächlich. Oder auch nicht, ich weiß nicht, ich habe den Film nicht gesehen. Wer seid ihr? Ein Freund. Das hier, genug für einen Arzt. Dafür gebt ihr mir euren Sohn. Für ein halbes Jahr an meine Dienste nach Mailand. Ich verkaufe doch meinen Sohn nicht. Auch nicht, um das Leben eurer Frau zu retten. Wie lange bringe ich euch jetzt um? Immer erste Qualität. Seht ihr euch an, diesen hier, ha? Klettert wie eine Ziege, kommt durch jeden Kamin. Wo sind die schwarzen Brüder? Ja! Rück ein bisschen nach links, bitte. Hey, und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, dir höchst selbst an die klassische Gourmet vorbeizuführen. Bist du bescheuert? Hier am Flughafen. Das ist ungarische Lamm-Rohwurst-Salami. Hunde können darunter nichts riechen. Ich habe das recherchiert. Recherchiert? Ja, recherchiert. Bermann, David, jüdisch. Sie waren Häftling im Konzentrationslager Sachsenhausen. Wie sind Sie dann dorthin gekommen?
Mit einer Limousine? Mit Chauffeur? Ihres Arbeitgebers der Bahn. Diese Aussteuerpakete kosten normalerweise 1.300 Mark. Ihr Arbeitgeber, die Bahn, hat sich bereit erklärt, 400 Mark dazuzulegen. Ankunft Frankfurt FAA, hol ihn ab im XJR Jaguar. 65 Teile, die der Albaner geschluckt hat. Marok, Hochland, feinstes Charras. Wax auf der Zippe, Fuß auf dem Gas. Wunderbaumtanne, im Auto kein Gras. Und auf dem Rücksitz die Nutte wartet seit Tagen darauf, dass sie gefickt wird. Ja, wirklich, ich schwör's dir, Alter. Stundenlang sitze ich hier rum mit dieser Kacke, ey.